Einigkeit. Okay, Ladies. Ah, jetzt können wir den da erstmal killen. Sehr gut. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Sollen das jetzt noch zwei Drohnen? Nee, ist nur eine. Okay. Dann sollten wir vielleicht irgendwie da hochgehen, oder? Weil so wird das nichts. So wird das nichts, Leute. Nein, nein. Okay, wir rücken vor. Ja, genau. Und Shepard bleibt hinten? Nein. Kommt auch noch mit vor. Und dann kommt die da bestimmt gleich. Ja, genau. Oh, ist auch eine Raketendrohne. Ja. Da gehe ich doch mal gerne ein bisschen in Deckung und lass die Mädels das einfach mal machen. Die können das. Ha! Und sie haben es auch geschafft. Wunderbar. Wie, ich kann nicht speichern. Was soll denn das? Ich will jetzt speichern. Oh, da hinten ist was. Im Medizinkit. Oh yeah. Sehr gut. Ein Medigel. Können wir immer gebrauchen. Und wieder eine verdammte Kiste, die wir nicht öffnen können. Ah. Gut, wir rücken weiter vor in den ominösen Raum. Und Antriebssteuerung. Na gut, das können wir ja schnell machen. Auch wieder mit dem Minispiel zur Seite. Und zack, 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 bam. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Oh. Nicht schießen! Oh. Okay, sie scheint doch in arger Bedrängnis zu sein. Das ist wahrscheinlich der Obermotz. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde sie nicht nochmal fragen. Oh. Verdammt. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir. Okay, jetzt werden uns noch mehr Leute auf den Hals gehetzt. Und den einen Typen hat es auch erwischt. Ich glaube, das war ihr Bruder, der Bruder von Kate. Naja, okay, wir können nicht alle retten. So, sicherheitshalber nochmal gespeichert. Und weiter zum letzten und dritten Antrieb. Oh, wir haben noch zwei Punkte. Ja, die können wir doch mal hier investieren. Oh, schwere Panzerung. Aktivieren! Komm, mach es. Tu es. Habe ich das jetzt aktiviert? Nein, nicht in Erste Hilfe. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Oh Gott, er hat es in Erste Hilfe gemacht. Ich werde bekloppt. Okay, Sturmangriffstraining. Bringt es überhaupt was, bei den Crewmitgliedern in Erste Hilfe zu investieren? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich habe zum Glück nicht viel rein investiert, also insofern passt es schon. Ah, Elektronik ist doch nicht schlecht. Gegen die ganzen geht. So, das gibt mir jetzt genau die Singularität. Die ist nämlich sehr effektiv. Vor allem, um die Gegner aus ihrer Deckung zu holen. Also immer schön Singularität aktivieren. Eine der nützlichsten Biotiken, die es in Mass Effect gibt. Und wieder ein verkackter Schrank, den wir nicht öffnen können. Da hatte ich einen kleinen Wutausbruch. Naja. Oh, Kiste. Ich habe da irgendwas von Kiste gesehen. Kiste, Kiste, Kiste. Da, Kiste. Yeah. Ah, eine Kroganer-Rüstung. Das wäre was für Rex. Und eine Turianer-Rüstung.
Also für... Wie heißt er gleich? Naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Oh Gott, wie heißt er denn? Garrus, genau. Okay. Schauen wir mal ein bisschen, was wir hier noch ausrüsten können. Ah ne, genau, sie trägt menschliche Rüstung, deshalb kann sie die Alien-Rüstung nicht anziehen. I see. Okay, können wir der Ashley was geben, was ihr mehr bringt? Nicht so wirklich. Und für Shepard auch nichts Besseres dabei. Aber wir können das noch modifizieren. Servogelenke, Härtung, Schadensschutz. Nehmen wir Schadensschutz. Klingt immer gut. Bei Shepard. Oh, Granatenupgrade. Okay, ja, aktivieren. Warum nicht? Ah, und er hat schon was drin. Notfallinterface. Ah, Gesundheitsregeneration. Ich glaube, das lassen wir auch einfach mal drinne. Und ja, Sturmgewehr schaut auch gut aus. Pistole. Ah, das ist eine bessere Pistole. Dann aktivier die doch mal. Genau. Dann können wir da auch noch was reinmachen. Denn die Pistole hat uns ja gerade gute Dienste erwiesen. Da ist es nicht schlecht, mal ab und zu eine auszurüsten. Ja, ja, mit chemisch. Das ist ganz gut, dann kann man die quasi so ein bisschen vergiften. Ah ja, und sie hat die Phasenmunition da drin. Ah. Okay, dann geht's weiter. Vielleicht speichern? Speichern, sehr gut. Okay, aus dem Gebäude raus und zurück in den Mako. So, wo habe ich denn geparkt? Oh Gott, da hinten. Ja, das dauert ein Weilchen. Dümpti-dümpti-düm. Schöner Spaziergang auf der Oberfläche eines Asteroiden. Ach ja, welch lauschige Umgebung. Da hinten der Planet Terra Nova. Und jetzt geht's ab ins Mako. Genau, bevor wir zum letzten Ausrufezeichen gehen, markieren wir uns nochmal die letzte Funkstation. Die wollen wir natürlich nicht missen. Und mit einem galanten U-Turn machen wir uns auf Richtung Markierung. Bam! Shepard, was tust du da? Versuchst du den Asteroiden in kleine Stücke zu machen? Glaube nicht, dass das funktioniert. Shepard, hör auf. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah ja, das war der Antrieb, oder besser gesagt, das ist der Antrieb, den wir noch deaktivieren müssen. Oh Gott, große Klippe. Und mit etwas, wow, und Patz. Sehr schön, dass das Teil nicht irgendwann zerschellt, unglaublich. Okay, aber jetzt nähern wir uns schon dem letzten Hütchen sozusagen und tänzeln da quasi hin mit dem Mako. Oh, und da ist irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Aussteigen. Oder verwirrt auf die Karte schauen. Was ist da? Das ist eine Leiche. Leiche von El Montoya. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batarianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte sich nicht viel Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Oh yeah, Ausrüstungsgegenstände. Das ist immer toll. So, weiter geht's zur eigentlichen Markierung.
Das ist dann wahrscheinlich das Haus von ihm. Oder seine Forschungsstation. Was auch immer. Fußabdrücke. Untersuchen. Ah, deutliche im Staub befindliche Fußabdrücke, die nach Osten führen. Den werden wir mal gleich nachgehen. Ach, wieder so eine verdammte Kiste. Ah, Medistation. Und Forschungsstation 2. Die Kommunikation ist abgerissen. Unbekannte Shuttles landen. Am Horizont gab es Lichtblitze. Er schätzt, sie stammen von schweren Geschützen. Er wird jetzt Notfallvorschriften. Er wird jetzt gemäß den Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Und er hat keinen Bock auf Abholung zu warten. Er wird der Sache einfach nachgehen. Ja, das war der letzte Eintrag von diesem Montoya, den wir gerade gefunden haben. Und oh, ich glaube, jetzt kommen die Abwehrdrohnen zum Einsatz. Aber irgendwie scheinen die uns abzuwehren. Da ist er. Pam, eine kaputt. Raus hier. Und, oh, da ist die nächste. Wo ist sie denn? Such sie. Um die Ecke bitte. Ja, ja, weiter um die Ecke. Weiter. Wo ist da? Oh mein Gott. Oh, gleich zwei. Verdammt. Okay. Gleich. Yeah. Aber ich glaube, so viel hat die Granate nicht gebracht. Oh, oh, heilen, heilen, heilen. Puh, das war mal wieder knapp. Und die letzte, komm schon, komm schon. Na, komm, yes, sehr schön. Wunderbar, haben wir das auch gelöst. Und genau, nach Osten haben die geführt. Ja. Und jetzt kann ich mich entsinnen, Idiot, der ich bin, dachte ich natürlich, dass da drüben Osten sei und fuhr dahin. Und, das haben natürlich schon alle erraten, dort ist natürlich nicht Osten, sondern Westen. Aber schauen wir doch mal, was hier so im Westen ist, den wir für den Osten halten und merken, da ist nichts. Überhaupt nichts. Na, wann bemerkt das? Ich glaube, wir werden nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Auch da ist nichts hier. Ah ja. Ja, kurzes Überlegen, Grübel, Grübel. Ah, wahrscheinlich war das gemeint mit Osten. Ja, dann können wir die Markierung auch wegnehmen. Und machen uns auf zum letzten Fusionsantrieb, den wir noch abstellen müssen. Na, komm schon, Mako, das schaffst du auch noch. Hui. Hui. Höher. Höher. Na, komm, nicht einschlafen hier. Ach so, da ist schon wieder ein Turm. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und ein Stufenaufstieg. Oh, 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 oh. Hey, da sind aber einige. Und da ist noch einer, du meine Fresse. Boah, das nimmt ja gar kein Ende hier. Okay, den haben wir erwischt. Da unten, kriegen wir den? Ah, ich glaube, den Winkel schafft die Kanone nicht. Vielleicht mit einer anderen Sicht. Ah, erwischt. Sehr schön. Und der ist wieder in seinem Schutzhäubchen. Na komm, zeig dich, zeig dich. Da ist er. Ah, sehr gut. Ah, komm, die eine Rakete. Ha, ausgewichen, sehr schön. Okay. Der letzte ist da. Immer schön ausweichen. Und bam, sehr schön. So und nicht anders hat es zu laufen.